these are on dental restores. Mine! Missed. Da ist der Übel. Okay. Kopfschuss. Ah, oh nein, 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 nein. Komplett gepanzert, kann nicht beschossen werden. Der ist heftig. Aber er hat ein neues Gadget für uns. Ein Steigklemmenantrieb. Okay, das ist gut. Muss man dann nur noch herausfinden, wofür man das jetzt sonst noch alles benutzen kann. Ob das das Gadget war, das uns jetzt hilft, diese ganzen schwereren Sachen, ja. Ja, das war das, was uns jetzt hilft, die ganzen schweren Sachen zu bewegen. Zum Beispiel auch beim letzten Lager, wo wir waren, finden Sie Alex. Bin wieder da. Hä? Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Film als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Sam, Abenteuer mit Lara. An dieses Abenteuer wird sich keine von uns erinnern wollen. Ja, ich denke auch, dass sich hieran keiner erinnern möchte, bei dem ganzen Mist, wo schon gelaufen ist. Irgendwo war was zum Aufnehmen. Immer noch Pfeiler. Okay. Eigentlich war ja da vorne noch die Leiche. Ich sehe jetzt gerade nichts mehr. Und wenn ich was übersehen habe, werde ich es gleich bereuen. So. Ich kann springen, aber ich bin einfach.
Wie er sagte, das Ding sinkt bereits. Das war die einzige mögliche Weiterbewegung. Verdammt, die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da raus, um sie freizukriegen. Wie kann man da rauf? Lara sagt, sie muss da hoch. Okay, wir müssen das Ding so stellen. Dass wir hochklettern können. Okay, so kann es gehen. Alles jetzt wieder so hin. Komm. Dann dahin. Rüberziehen. Und jetzt hier rüber. Ja, jetzt habe ich das auch herausgefunden. Jetzt wieder hier rüber. Alex, ich hol dich ganz schnell da raus. Okay. Ja, ganz schnell ist halt auch eine andere Sache. Lauf doch halt immer dagegen. Jetzt wieder zurück. So. Oh, Alex. Alex! Was ist das Zeug? Wow, ich hab dich beeindruckt. Der Marathon. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Aus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich.
Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Er darf noch sterben. Nein! Es darf nicht noch einer sterben. Warum müssen sie alle sterben? Kann am Ende echt nur Lara leben davon? Es darf niemand sterben. Ja, das sehe ich auch so, Lara. Wie kann man die wieder raus? Ganz offensichtlich über die Kiste. Und dann mein Gadget. Ach Mann, schon wieder ist Retro. Das ist. Ich fand's dann cool. Ich fand's echt uncool. Ich will hier runter. Aber hier ist anscheinend. Da auch nicht. Ist echt nur so. Nein, schade. Okay, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich in der Lage sein, das Ding herunterzuholen. Denn anders haben wir nämlich keinen Rückweg. Ein altes Tagebuch. Oh. Besonderes Tagebuch anscheinend. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay, Forscher, Geheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab, vielleicht finde ich dort Antworten. Ja, das heißt, wir haben jetzt Laras nächstes Ziel. Aber das heißt, dort hat es auch mit dem Oni zu tun. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Das ist nichts mehr. Aber wir haben die Tür auf. Ali. Jetzt gleich wieder. Aber wir können das einfach zurückgehen.
Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Aber das macht. Hier hat man nämlich schon angeguckt. Das Einzige, was wir vorher nicht geschafft hatten, war, dass da oben. Aber das muss man ja jetzt auch. Komm. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine wichtige Tür war. Ein Schatten. Prägia ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Ein Tempo zu hoch. Aha. Das ist dann der Ausgang. Die sind falsch, Mann. Müssen wir dann jetzt den ganzen Weg zurückgehen zum Standlager? Ich denke es mal, aber haben wir sonst noch einen Ort, wo wir hin müssen? Ja, aber was übersehen vorhin? Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Noch eine Münze. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Ein Versuch war es wert. Mal allgemein nicht sicher, ob wir hier irgendwo hochkommen. Schade. Jetzt glaube ich. Frage ist nur, wo.